Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zurück beim Let's Change von Pokémon Heart Gold. Und der gute Frank hat uns hier in einem Kampf herausgelassen gegen ein Radikal. Da würde ich mal sagen, Zertrümmerer Slam. Machen wir einfach mal einen Slam. Das ist eine neue Attacke scheinbar, die Aaron gelernt hat. Und ich frage mich gerade, ist das ein Trainerkampf oder könnte ich das Radikal einfach mal so fangen? Ich werfe einfach mal den Pokéball. Mal schauen, was passiert. Ein paar Einträge im Pokédex können ja nie schaden, würde ich mal sagen. Eins, zwei, drei. Yay! Radikal wurde gefangen. Meine Güte, ist das schön. Okay. Und für Radikal wurde ein Eintrag in den Pokédex angelegt. Radikal, es nagt mit seinen Zähnen alles an. Es kann sogar Gebäude aus Beton dadurch zum Einsturz bringen. Tio, möchten wir Radikal einen Spitznamen geben? Nee, möchte ich gerade mal nicht. Und jetzt müssen wir mal eben ins Team schauen. Ich glaube, jetzt haben wir mal wieder ein Pokémon mehr. Genau, wir haben jetzt schon wieder mit Radikal das dritte. Hä? Was ist denn hier los? Wer hat ein Paras gelevelt? Wahrscheinlich war das Frank. Und Aaron ist 29. Okay, jetzt ist. Das geht ja nicht, dass Phil jetzt hier der schlechteste ist. Obwohl er das einzige feste Teammitglied ist. Also, Freunde der Sonne, so geht's natürlich nicht. Und Paras hat ein Item? Was hat denn der bitte? X-Tempo? Hm, das braucht er eigentlich nicht. Ich nehme ihn das mal wieder ab. Also mich wundert's. Paras. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Wahrscheinlich hat, der gute Frank den jetzt trainiert, weil er genau die Pilzsporen haben wollte, die das einschläfern. Da wundert es mich aber, dass er keinen Abra gefangen hat jetzt. Merkwürdig. Oder hat er hier nach dem Abra gesucht und hier gibt es natürlich keinen, obwohl Aaron war ja auch an erster Stelle. Egal, ist nicht unser Problem. Wir, ja, gehen hier weiter und werden gleich wieder angegriffen, diesmal von einem Radfratz. Nun gut, los Phil. Und Radfratz Level 16, den könnten wir einfach sogar nochmal einen Durchbruch verpassen, dann dürfte der Geschichte sein. Und Phil kriegt immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Ich muss gleich erstmal nochmal schauen, wo wir überhaupt sind. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was abgeht, ehrlich gesagt. Beim letzten Mal hatten wir die Arena gemacht, das heißt, Xenix wird wahrscheinlich nach Westen weitergegangen sein. Und wenn wir jetzt mal auf unserem Pokécom schauen... Genau, ihr seht's, hier auf den Maps wird uns jetzt übrigens angezeigt, hier, wo sich Entei und so weiter befinden. Hier, Route 31 scheint Entei gerade zu sein und das hier, ich weiß nicht, ob das Raikou oder Suicune ist, sieht aber eher wie Raikou aus. Der ist auf Route 30 gerade. Und ja, wir begeben uns jetzt Richtung Oliviana City. Wollen wir nochmal schauen, was es da so gibt. Hier haben wir die Route 40 etc. Route 41, Nemonia City... Und hier geht es nachher noch zur Safari-Zone irgendwo. Genau, Safari-Eingang. Nun denn, Leute, ich würde sagen, wir schließen das Teil hier erstmal wieder und dann schauen wir mal, ob die Trainer hier, ja, wurden scheinbar schon besiegt. Wann immer ich Pokémon sehe, fühle ich mich so entspannt. Da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Okay, ja, das gibt's doch nicht. Oh, wieder ein Radikal. Aber den haben wir jetzt ja schon. Das heißt, Phil kann den richtig schön verdreschen und sich die Erfahrungspunkte wieder unter den Nagel reißen. Ein Durchbruch sollte sitzen. Sehr schön. Mich wundert es, dass Frank jetzt auf einmal Aaron so hoch trainiert hat. Weil Aaron eigentlich kein festes Teammitglied ist, soweit ich informiert bin. Wundert mich also, dass er sich da die Arbeit auf sich genommen hat. Und dann auch noch mein Paras trainiert. Also, der gute Frank hat scheinbar einen sehr langen Part gehabt. Bei so viel Klassenarbeiten bleibt mir nicht viel Zeit für Pokémon. Wenn ich also mal Zeit zum Spielen habe, bin ich mit voller Konzentration dabei. Gut, also wir gehen jetzt Richtung Muku Farm, glaube ich. Route 39. Mal schauen, ob hier die Trainer schon gemacht wurden. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Bei Menschen ist das ganz ähnlich. Jeder hat unterschiedliche Talente. Und dann gibt's so eine... Rundum-Talente, wie wir es sind. Ich weiß jetzt gar nicht, die Farm hat wahrscheinlich noch niemand gemacht. Wenn der Frank jetzt gerade da vorne war, dann wird das noch keiner gemacht haben. Also wird das wohl unsere Aufgabe sein.
jetzt nochmal eben schnell die grüne Aprikoko eingesammelt hier. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein hier in die Muku Farm. Ihr solltet auch nochmal was zu sehen bekommen. Und sprechen einfach mal den netten Herren an hier. Unsere Milchtanks gibt kein Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig darum. Aber wenn wir den kranken Pokémon sehr viel Sinnelbeeren zu fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Wenn unsere Milchtank keine Milch mehr gibt, haben wir ein echtes Problem. Okay, also wir sollen Sinnelbeeren geben. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon irgendwelche Beeren haben. Und hier haben wir die Milchtanks. Milchtank. Es strotzt vor Energie. So, wahrscheinlich ist das die Kranke. Da stehen ja auch die Mädchen drumherum. Muku ist krank. Es braucht jetzt sehr viel von den Sinnelbeeren, die es so gern mag. Und sie sagt... Genau das Gleiche. Ich bin nämlich ein Klon. Milchtank. Sein Ruf ist sehr schwach. Gibst du Milchtank eine Sinnelbeere? Ja, warum nicht, wenn wir welche haben? Wie viele haben wir denn davon? Und was machen die überhaupt? Ich will jetzt nicht hier alles verballern. Nicht, dass hier nachher irgendwelche wichtigen Sachen weggehen oder so. Sinnelbeeren. 10 KP ist jetzt auch nicht so toll. Geben wir ihm einfach mal noch eine. Ja. Gibst du eine Sinnelbeere? Ja, machen wir. Und unsere letzte geben wir ihm meinetwegen auch noch. Hoffen wir mal, dass es dann was gebracht hat. Milchtank geht es wieder etwas besser. Ja, ich gebe ihm gern noch eine, aber ich habe keine mehr. Okay, Leute, das heißt, wir sollten wohl die Sinnelbeeren sammeln. Und hier können wir... Ach, hier kommen wir sogar wieder in die Hütte rein. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier weiter auf der Farm. Also, es heißt jetzt... hey, cool. Goldboy TM60, Ableithieb gefunden. Okay. Das heißt also, wir sollten jetzt nach ein paar Beeren suchen. Wenn wir mal wieder welche finden, sollten wir die dem Milchtank hier zum Fressen vorwerfen, zum Fraß vorwerfen. Ja. So, hier können wir wieder Kraxler benutzen. Sollte man sich meine Erinnerungen behalten und dem Matrosen hier... Ich war lange nicht in Oliviana City. Wie sieht es mit dem Pokémon-Kampf aus? Fräuchchen. Das ist so ein richtiger Leichmatrose Justus. Den wollen wir mal ordentlich einen auf die Mütze hauen. So, er kommt gleich mit Quapuzzi. Ist natürlich Kampfwasser. Da wird Kampf nicht effektiv sein. Aber gegen Kampf ist Flug effektiv, soweit ich weiß. Also setzen wir das Aeroass ein. Und... Jo, das hat richtig reingehauen, ist aber nicht effektiv gewesen. Okay, habe ich mich getäuscht. Und dann wird Phil einfach mal den Furienschlag jetzt zum Ende machen. Das dürfte genügen, genau, einmal getroffen. Das Quapuzzi liegt jämmerlich am Boden. Und Phil erhält 477 Erfahrung, sehr schön. So, ein Radikal, da wechsle ich natürlich nicht. Phil ist ja eh der Schwächste. Phil, du bist der Schwächste, du fliegst. deswegen werden wir ihn trainieren. Und ja, mal schauen, wann wir unser nächstes Teammitglied bekommen. Ich glaube, es dauert gar nicht mehr so lange, bis wir es fangen können. So, Phil erhält wieder über 400 Erfahrung, sehr schön. Und dann kommt das Krabby. Nö, da wechsle ich auch nicht. Da werde ich einfach mal eine Hornattacke reinknallen. Obwohl, nee, wartet mal, das ist ja einfach nur ein Wasser. Da könnte ich auch mit Durchbruch einfach kämpfen. Kriegen wir noch einen Step drauf. Das hört sich doch gut an. Und Krabby ist dann auch Geschichte. Armes Krabby. So, Phil erhält wieder sehr viele Erfahrungspunkte und fast ein Level Up. Ah, Goldboy gewinnt 608 Pokédollar. So, was sagt er jetzt? Meine Pokémon habe ich in Ausland gefangen und dort aufgezogen. Sie begleiten mich auf allen meinen Reisen. So, komm her, du Bank. Nein, ich will den da auch noch bekämpfen. Wir nehmen hier natürlich jeden Trainer mit. Jeder einzelne EP zählt. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich hier ein wenig mit meinem Pokémon angebe. Du kannst es mal versuchen, aber wir haben Phil am Start. Eine Herausforderung von Poke von Sönke, okay? Das wird... Ja, ein Pikachu hat er. Oh, toll. Pikachu... Da würde ich mal sagen, Hornattacke. Oh, er macht Ruckzuck-Keep, ist damit ein bisschen schneller natürlich als wir, aber zieht sehr wenig nur ab. Und wir ziehen ihm alles ab. Oh Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist aber immerhin dann das Level-Up. Genau, das hat Phil sich auch verdient, würde ich mal sagen. Level 28, sehr schön. Und wir besiegen den Pokéfan Sönke. Mir blieb gar keine Zeit, ein Auge zuzudrücken.
So, S.O. Komm schon, lass uns Freunde sein. Wer Pokémon so liebt wie du, kann gar kein schlechter Mensch sein. Wir könnten gemeinsam über Pikachu, Fleckmann oder Tentoxa. Ach, wir könnten über alle möglichen Pokémon plaudern. Du und ich werden viel Spaß miteinander haben. Was ist? Gibst du mir deine Nummer? Für jeden, Alter. Lass uns Freunde sein. So. Die Nummer wurde registriert. Prima, wenn ich was Neues über Pokémon erfahre, rufe ich dich an. Klingt vielversprechend. Und jetzt kommt Madame noch an. Aha. Zeig's mir dein Pokémon-Team, zeige ich dir meins, aber nur gleichzeitig. Oh mein Gott, sie will kämpfen. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Pokéfan Root. Okay, und sie hat auch ein Pikachu. Das ist ja süß. Phil, du weißt, was du zu tun hast. Stups das Viech mal mit deinem Horn an. Dann weint's wieder. Und wir sind paralysiert. Sehr schön. Ja, Pikachu hat die Chance, Leute zu paralysieren, wenn sie es berühren. Das ist jetzt gerade passiert, aber ich denke mal, wir werden noch ein paar Heiler oder sowas haben. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie weit es noch in die Stadt ist. Ich werde erstmal weitergehen, vielleicht kommt jetzt da gleich schon die Stadt. Tipps für Trainer. Benutze Kopfnuss, um Pokémon aus Bäumen zu schütteln. Von jedem Baum könnte ein anderes Pokémon purzeln. Probiere Kopfnuss also an möglichst vielen verschiedenen Bäumen aus. So, ja, seht ihr wohl, Oliviana City. Ich hab's doch gesagt, deswegen wäre es jetzt doof gewesen, wenn wir jetzt... Oh, shit, das ist Kenninit. Ich hoffe, der will jetzt nicht kämpfen, dann hätte ich nämlich ein Problem. Du schon wieder? Was stellst du dir eigentlich vor? Mit Verlierern wie dir gebe ich mich überhaupt nicht ab. Apropos Verlieren, die Arena-Leiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Ha, so ein Unfug. Ein Pokémon, das zu schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird aus dir ja doch noch ein annehmbarer Trainer. Ui, okay, Schwein gehabt, dass er jetzt nicht kämpfen will gerade. Das heißt, wir können schnell ins Pokémon-Center latschen und unser Scaraborn heilen. Halt, das ist die Arena. Okay, da wollten wir jetzt noch nicht rein. Das bringt ja auch noch nichts, wie ihr wisst, denn die ist gerade nicht da. Sie ist im Pokémon-Leuchtturm oder wie auch immer das war und kümmert sich da um ein krankes Viech. Das heißt für uns, wir werden jetzt erstmal unsere Pokémon aufheilen. Und dann könnten wir uns eigentlich in den Turm begeben. Oder wir könnten es sein lassen. Nein, ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn wir zum Turm gehen. Aber erstmal werden wir das Radikal ablegen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht, dass die Leute dann uns beschuldigen. Gudrun ruft an. Ja, auf den Anruf habe ich doch schon lange gewartet. Die gute Gudrun. Guten Abend, Goldboy. Gudrun aber braucht noch wach. Mein Hausbrauch und ich stimmen uns immer besser aufeinander ab. Neulich haben wir gegen ein wildes Abra gekämpft und knapp gewonnen. Wir kommen jetzt in Schwung. Tschüss, wir plaudern wieder. Ja, siehste Frank, selbst die Gudrun, ja, die kann gegen einen Abra kämpfen und besiegt es. Und du? Du kannst einen Abra nicht mal fangen, weil es dir immer wegteleportiert. Mann, Mann, Mann. Mein lieber Scholli, also Gudrun hat's mehr drauf als Frank, muss man ja mal an der Stelle sagen. Und wenn Frank das jetzt hört, wird er wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und weinen. Aber ich kann's verstehen. Ja, wir entfernen uns natürlich auch immer weiter von dem Ort, wo er Abra fangen kann. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wann er das Abra endlich kriegt. Ich weiß nicht, ob es auch wilde Kadabras gibt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht will er auch warten, bis es das gibt. Aber ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich weiß nix. So, wollen wir doch nochmal einfach hier ein bisschen reinschauen. Wir haben eh nur noch eine Minute Zeit. Hier sind wir die ganzen Matrosen. Und ja, ich glaube, wenn der in eine Stadt kommt, dann schaut er erstmal, was es so zu essen gibt. Und alles, was dann auf der Karte steht, verleiht ihm unglaubliche Kräfte. Ne? Das Essen, das macht hier wahrscheinlich einfach süchtig, würde ich mal schätzen. Obwohl, wir können ja einfach mal, kommt, wir sprechen einfach mal alle Leute an. Ja, wir wollen heute mal ein paar soziale Kontakte knüpfen. Ich habe mich verschluckt. Ich bin aber auch selbst dran schuld. Man muss immer gut kauen, bevor man sein Essen runterschluckt. So. Das Menü des Oliviana City Cafés ist randvoll gespickt mit deftiger Seemannskost. So, keiner will uns was geben. Du da, bist du ein Pokémon-Trainer? Wenn du in den Bergen unterwegs bist, stößt du manchmal auf runde Steine. Mit einer Attacke namens Stärke können deine Pokémon diese Dinger bewegen. Angeblich haben die meisten Wanderer, die den Kesselberg erkunden, ein Pokémon dabei, das diese Attacke beherrscht. Ja, erzähl uns was Neues. So, hier ist noch ein Pokémon-Markt. Hier ist die Strandpromenade. Und dann geht's hier zum Leuchtturm von Oliviana City, auch bekannt als das als der Glitzerleuchtturm. Eieiei. Oh la la. So,
Dann würde ich mal sagen, wir speichern an dieser Stelle einfach und lassen den guten Xenix dann euch den Turm beim nächsten Mal zeigen. Und ja, es hat mir mal wieder eine Menge Spaß gemacht hier bei Pokémon Heart Gold. Wir sehen uns in 3 Parts wieder. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn dem so ist, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also Leute, haut da rein, macht euch noch einen schönen Abend. Ciao.